Motorsport allererster Sahne und zum Anfassen bietet das Autocross, das hierzulande immer mehr Anhänger findet. Schon seit einigen Jahren hat der AMSC Pfeffelbach den Pfingstsamstag und Sonntag für seine internationale Autocross-Veranstaltung reserviert. Tatort bei dem Ganzen ist ein Steinbruch in Pfeffelbach bei Kusel in der Pfalz mit einer Streckenlänge von knappen 800 Metern. Etwas weniger als die Hälfte besteht aus Asphalt, der Rest ist Sand und Schotter. Kontinuierlich hat sich diese Veranstaltung gesteigert, sodass mittlerweile weit über 180 Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz an den Start gehen. Auch einige Amerikaner, die diese Sportart importiert haben, hatten sich in die Nennliste eingeschrieben. Für etliche Zuschauer und Motorsportfans ist dieses Spektakel schon lange kein Geheimtipp mehr und so pilgerten an den beiden Renntagen ca. 2500 Leute mit Kind und Kegel in den Steinbruch auf den Pfeffelring. Als fahrbarer Untersatz dient nach den ersten Einschätzungen und einem Rundgang durch das Fahrerlager alles, was Räder und einen Motor hat. Wer aber nun glaubt, hier könnte man mit Schrott flott werden und etwas ernten, der irrt sich gewaltig. Zum einen besteht in dieser Motorsportart ein technisches Reglement, das sehr streng überwacht wird. Und zum anderen gilt auch hier, wie in allen anderen Motorsportarten auch, nur mit gutem Material ist man siegfähig. Insgesamt waren 12 Klassen vom VW Käfer bis zu Spezial-Cross-Fahrzeugen in verschiedenen Hubraumkategorien ausgeschrieben. Dabei gab es auch so manchen technischen Leckerbissen zu bestaunen. Unter anderem sah man Fahrzeuge mit zwei Motoren oder Motorradtriebwerken, die mit Drehzahlen aufwarten konnten, die schon fast jenseits der Schmerzgrenze lagen. Aber auch abenteuerliche Konstruktionen sowie Kuriositäten sind keine Seltenheit und spiegeln den Einfalls- und Ideenreichtum ihrer Erbauer wider. Der Sinn oder Unsinn solcher Unikaten zeigt sich erst auf der Piste, wenn im Pulk gestartet wird. Aber auch die fahrerische Qualität kommt hierbei zum Tragen, denn eine gute Trainingszeit bedeutet auch einen guten Startplatz. So ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Piloten aus dem Rallye-Sport am Start sind. Unter anderem waren dies Christian Koop aus Baumholder, der mit seinem Suzuki Swift den Sieg bei den Serienfahrzeugen bis 1300 Kubikzentimeter holen konnte. Für den Rallye-Piloten Willi Stumpf dagegen sah es nach dem Vorlauf, den er gewann, nicht schlecht aus, aber im Finalrennen der Serienklasse über 1600 Kubikzentimeter, den er schon anführte, machte ein technisches Problem alle Sieg- oder Pokalchancen zunichte. Den Sieg erbte dadurch Andreas Geng aus Munghenna auf einem VW Scirocco. We'll be right back.
Patrick Wagner auf dem blauen VW Scirocco hatte unsere Inboard-Kamera im Fahrzeug. Er belegte im Vorlauf Rang 7 und kam über den Hoffnungslauf ins Finale. In der Startphase dieses Endlaufs gab es zunächst eine Rangelei, an der Patrick Wagner beteiligt war. Ein Teilnehmer machte eine Rolle übers Dach. Unser Scirocco konnte jedoch zum Neustart wieder antreten. In der Klasse Abarth Spezial Tourenwagen war das Clubmitglied des AMSC Pfeffelbach, Peter Brückner, das Maß aller Dinge. Als Doppelstarter konnte er mit seinem VW Käfer mit Lancia-Motor die Klasse bis 1300 Kubikzentimeter und bis 1600 Kubik gewinnen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der AMSC Pfeffelbach nicht nur eine super Organisation und mit dem Schotterwerk Pfeffelbach auch eine ideale Strecke hat. Man braucht sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen.